Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich euch mal meine Top 3 Texture Packs vor. Viele Leute fragen ja, ey, was für Texture Pack nutzt du und welche magst du? Zu dem Thema werden wir natürlich auch heute kommen. Erstmal wollte ich drei Leute aus dem letzten Video grüßen. Das ist einmal der liebe Clave Crafter. Dann noch einmal der typisch AdAd04. XX Machine ZGHG. Schöne Grüße an euch. Mich freut auf jeden Fall, wie das letzte Video ankam, Leute. Ich merke ja, dass die Klicks generell ein bisschen zurückgehen momentan bei allen YouTubern. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Tagen weiterhin aktiv bleibt, damit ihr auch weitere Motivation habt. Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt natürlich, die Welt, wo ich die Texture Pack zeige, bin ich noch mit Twinox unterwegs. Ja, wir zeigen euch die ganzen Texture Packs und aber auf der Welt hier. Vorab möchte ich nochmal sagen, dass ich gar keinen Specs oder so nutze, weil ich generell gegen so welche Texture Packs bin, die halt wirklich so richtig viele haben. Ich habe eher auch so meine ausgewählt, die halt eher so ein bisschen unbekannter sind. Wir starten mit Platz 1, mit lebendiges Japan. Ja, das ist ein gutes Texture Pack. Blöcke gefallen mir das unnormal gut. Ey, das Texture Pack hat so viel Potenzial. Ich finde auch die ganzen Style so gut. Ich würde sogar, ja, mehr nehmen, auch gerne so. Aber die ganzen Rüstungen, die ganzen Schwerter sind alle ein bisschen komisch. Aber von den Blöcken her gefällt mir das so unnormal. Das Bett ist auch relativ komisch. Blöcke gefallen mir aber echt gut. Die Villager sind auch nicht schön. Ja, die Tiere, die gehen halbwegs. Monster sehen nicht gut aus. Kommen wir zum zweiten Platz. Zweiter Platz ist einfach kubisch. Recht simpel, aber das machst du aus. Wenn man ein bisschen Abwechslung braucht, dann nehme ich das immer ganz gerne. Weil es einfach so schlicht ist und man damit einfach gut sorgen kann. Ich bin kein PvP-Spieler. Das merkt man auch daran, dass ich jetzt nicht so welche krassen PvP-Texture-Packs nutze. Ich nutze eher so die ganzen Texture-Packs, die halt einfach nur schön aussehen. Ganz Stunny-mäßig. Ja, ist halt hier echt sehr, sehr schlicht. Und Platz 1 wird aber überzeugen, denke ich. Das gefällt jedem und habe ich auch immer in meinen Videos drin. Platz 1 ist Blockpixel, Leute. Manche fragen ja auch, ich kommentiere es oft, ja, ich habe Blockpixel immer als Standard-Texture-Pack. Da ist es. Das gute Blockpixel-Texture-Pack. Es gibt auch das in Grid-Pixel. Finde ich auch sehr gut. Aber dadurch, dass ich halt schon Blockpixel habe, kaufe ich es mir nicht. Müsst euch da mal entscheiden. Also, es kostet relativ viel, aber ich finde das schon nice. Die ganzen Texturen sind übertrieben gut. Also ich finde das Texture Pack einfach nur mega nice. Ich werde auch weiter so nutzen. Und was sind eure Top 3 Texture Packs? Nutzt ihr überhaupt drei Texture Packs? Nutzt ihr gar keins? Schreibt doch mal bitte was dazu in die Kommentare. Dann seid ihr vielleicht auch im nächsten Video mit dabei. Ne? Wisst Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Jeden zweiten Tag ein Video, ihr wisst Bescheid, ne? Dann freue ich mich auf euch. Ciao.